Professor Klesig, bitte beschreiben Sie das Institut für Künstliche Intelligenz. Guten Tag, mein Name ist Jens Klesig, vom Hintergrund Radiologe, aber auch Informatiker, bin Professor für translationale bildgestützte Onkologie am Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin in Essen. Das Institut wurde im Jahr 2020 gegründet und ist ein Institut der Krankenversorgung. Wir sind interdisziplinär aufgestellt mit Informatikern, Physikern, Ärzten und vielen weiteren Disziplinen mit dem Ziel, echte Daten zu bearbeiten, echte Probleme zu lösen und einen Mehrwert zu schaffen für Ärzte, Ärztinnen, aber auch Pflegepersonal und letztendlich auch für den Patienten. Herr Professor Nenser, bitte einige Worte zu sich und dann zu Projekten, die hier vorangetrieben werden. Ja, guten Tag. Mein Name ist Felix Nenser. Ich bin Radiologe, habe auch einen IT-Hintergrund, bin seit mittlerweile über 11 Jahren am Universitätsklinikum Essen, habe ja auch richtig angefangen als Radiologe und viele Jahre ganz praktisch in der Radiologie gearbeitet, in der Krankenversorgung. Und das ist halt eben auch das Besondere an diesem Institut, wie der Jens gerade schon gesagt hat. Wir sind halt eben ein Institut für Künstliche Intelligenz, aber eben nicht an einer Informatikfakultät angesiedelt, sondern an einer medizinischen Fakultät, an einem Universitätsklinikum. Dementsprechend sind wir auch ziemlich nah dran an den Problemen, die wir tatsächlich am Ende in der Medizin auch lösen wollen. Und das ist halt ein großer Vorteil für uns, dass wir eben nicht nur diese Probleme aus erster Hand quasi mitbekommen in der klinischen Routine. Wir sind ja ganz eng, alle Projekte machen wir zusammen mit klinischen Kollegen und Kolleginnen. Wir können sie dann auch sehr frühzeitig wirklich am Krankenbett evaluieren. Wir sagen dazu manchmal so from bits to bedside oder from code to clinic. Wir haben da ganz konkrete Projekte, wie zum Beispiel, dass wir machen ja viel Lebertransplantation in Essen und da ist es immer wieder die Herausforderung, okay, wir müssen vor einer Transplantation eines Teils einer Leber, also eine Leber-Lebenspende, häufig Eltern-Kind-Spende, müssen wir vorher natürlich vermessen, wie groß ist die Leber, wie groß ist der Teil, der dem Elternteil verbleibt, wie groß ist der Teil, den das Kind bekommt, reicht das für beide unmittelbar nach der Transplantation, weil die Leber braucht ja eine Weile, bis sie nachgewachsen ist. Und das sind, wenn man das manuell macht, als Radiologe, dann braucht man da wirklich viel Zeit, 30 Minuten, um das halbwegs akkurat zu quantifizieren im Bild. Und da haben wir zum Beispiel KI trainiert, die das wirklich in Sekunden komplett oder Millisekunden sogar komplett automatisiert macht, extrem präzise. Wir haben Software zur Knochenalterbestimmung bei Kindern. Wir haben eine Sache, die mir sehr wichtig ist, wo wir sehr stark dran arbeiten, ist, dass wir erzeugen ja seit Jahrzehnten hochqualitative Bilddaten in der Radiologie, MRT und CT, und wir machen eigentlich viel zu wenig aus diesen Daten. Da kann man sehr viele Parameter noch extrahieren, und was wir machen mit einem Projekt, das nennt sich Body Composition Analysis, damit können wir das CT quasi auch in Sekundenbruchteilen oder in Sekunden in ganz viele Kompartimente, also in Gewebe zerlegen, Fettgewebe, Muskulatur, aber auch beim Fettgewebe nochmal differenzieren, Bauchfett, subkutanes Fettgewebe, parakardiales Fettgewebe, um die Herzkranzgefäße, Größe der Organe und so weiter und so weiter. Das sind halt sehr harte Biomarker. Wissen ja die meisten, dass zum Beispiel die Verteilung des Fettgewebes ein Risikofaktor ist für bestimmte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch zum Beispiel Muskelschwund ist bei Krebspatienten ein sehr schlechter prognostischer Faktor. Und das sind so alles, ich könnte Ihnen jetzt noch endlos viele Projekte aufzählen, aber das sind so sehr konkrete Projekte, die wir bei uns umsetzen, die aus der klinischen Routine kommen und die wir auch direkt wieder in der Routine testen. Zu den Hauptthemen hier beim ETIM 2022 steht das Thema Datenqualität. Wie gehen Sie sicher, dass die Daten, die Sie einsetzen, von hoher Qualität sind? Also auch da muss man sagen, wir haben eine komplette Infrastruktur aufgebaut unter der Leitung von Felix Nenser. SHIP heißt das bei uns, die Smart Hospital Informationsplattform, wo wir, das ist glaube ich auch einzigartig in Deutschland, die Primärsysteme, die Daten aggregieren und interoperabel zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich nur ein Teil, das haben wir auch heute in den Vorträgen gelernt, um eben diese Daten nutzbar zu machen. Einmal fürs Training von Algorithmen, auf der anderen Seite aber auch, um natürlich Algorithmen zu evaluieren, haben wir ein Data Annotation Lab, auch ein englischer Term wieder, ein Datenannotationslabor aufgebaut, das aus Ärzten, Medizinstudenten, also ein ordentliches Team inzwischen schon besteht, wo wir dann ganz standardisiert Daten annotieren, kontrollieren und das komplett von Bild über Text über multimodale medizinische Daten. Und das ist ein ganz entscheidender Bestandteil, haben wir ja auch heute gelernt, einmal fürs Training und dann für die Evaluation.